Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo nur wunderschöne Menschen zu sehen. Wir sind back mit Natural Born Killers, der, ich glaube, vierten Single, Freunde, die wir jetzt hier haben. Mit dem Titel, bitte, alle französisch sprechenden Wesen auf diesem Planeten, vergebt mir. Jusqu'ici tout va bien. Die Donde eres. Un poco la manzana. Harusse. 1, 2, 3, 4. Das ist alles, was ich auf allen Sprachen gefühlt sagen kann. Ich kann absolut kein Französisch machen, keine Ahnung, was das heißt. Es haben sich ja viele gefragt, warum die letzten beiden Singles keine Reaction gemacht haben. Ich habe mir die tatsächlich einfach so gegeben. Ich weiß nicht warum. Also der eine Tag, da hatte ich einfach keinen Bock aufzunehmen, aber hatte Bock, den Song zu hören. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Und ich glaube, den anderen Song, Wir sind die Täter, habe ich im Spotify Radio schon gehört gehabt. Und da wollte ich keine Reaction noch machen, weil das ein bisschen wack ist, finde ich. Und ja. Keine Ahnung, viele haben irgendwie geschrieben, yo, er macht die Kolle-Reactions nicht, weil die weniger Klicks geben. Dabei sind so die Kolle und das Arsch und Kolle-Ding war so mit das bestgeklickteste Video von da so. Deswegen ergibt das nicht wirklich Sinn, diese These. Und ich schaue sowieso bei den Sachen, wo ich darauf reagiere, eigentlich nicht auf die Klicks. Gerade auf dem deutschen Kanal noch weniger als auf dem englischen. Aber mittlerweile müsst ihr checken, dass ich bei beiden nicht wirklich auf die Klicks achte. Weil, keine Ahnung, das bringt irgendwie relativ wenig. Auch allgemein, mein CPM ist nicht so gut, dass ich auf die Klicks achten müsste und dass das jetzt einen krassen Unterschied macht, ob das Video jetzt 50.000 Aufrufe hat oder dann vielleicht nur 20.000 oder vielleicht auch nur 5.000 Aufrufe hat. Das sind dann vielleicht 150 Euro mehr oder weniger. Dann, okay, dann. Also jetzt nicht, dass das nicht viel Geld ist, aber das ist, ob sich jetzt mal das bei einem Video rechnet oder nicht, das kommt dann bei der. Das kommt dann, das fällt dann nicht weiter auf, so, keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass ich auf die Klicks achten würde. Keine Ahnung, Freunde. Gut, wir werden aber auf jeden Fall jetzt rein bei dem unaussprechlichen Titel. Produziert von Asche, aber in Zusammenarbeit mit Johnny and Sorrento. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Wir hören rein. Ganz kurzes Statement aber noch zu Wir sind die Täter und zu POV fand ich beide sehr, sehr stark. Wir sind die Täter ein bisschen stärker als POV in meiner Opinion. Natürlich auch die Promo mit dem Musikvideo sehr, sehr smart gemacht. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit allen Singles. Wir hören rein. Oh, Mashallah, ich liebe solche Kamerafahrten, Mann. Oha, Digga, halber Film. Es tropfen Tränen auf den Asphalt, im Bagne wie der Bass knallt. Wenn du mich suchst, findest du Marschall. Shoutouts an Philipp, Digga. Ein Homie von mir hat tatsächlich gesagt, dass ihn einige Betonungen von Asche hier an die Mavi-Jungs erinnern. Und wie Asche hier so ein, zwei Wörter betont hat, ein, zwei, heißt es Wörter oder Worte, Freunde? Kann mir das mal jemand sagen? Ich versuche seit Wochen herauszufinden, ob es Wörter oder Worte heißt. Ein, zwei Worte, die er hier benutzt. Da sind die Anfangsbetonungen so ein bisschen wie bei einigen Songs von Mavi. Es tropfen Tränen auf den Asphalt. Auf den Asphalt, wie er das so betont. Im Bagne wie der Bass knallt. Wenn du mich suchst, findest du Marschall. Nummer Adin wie Frank Sinatra. Praktis Kraft Maga. Denn die Straße war mein Vater. Ich glaube, das ist sonst einfach dieser französische Vibe ein bisschen vielleicht, der hier, der in der Aussprache dann steckt oder stecken soll. Octagon, seit ich als Kind über den Boden kroch. Mein Leben Krieg aus Instinkt, Beef, Stroganoff. Was sie dir sagen, wenn du fliegst, ist, dass du tief fällst. Behalt mal dein Cash und ich behalte meine Prinzipien. Ich finde aber die Stimmlage von Asche sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ich finde die, das ist irgendwie was Frisches. Oh, gibt's Untertitel, by the way? Nee. Oh, ganz kurz, wir müssen diesen Beat mal kurz appreciaten. Diese Melodie im Hintergrund, Mann. Durch die Krise auf Underground Cage weiter Quise. Denn wir leben so, als wären wir tot. Salam Shalom Lehitrao. Oh, Kolle. Schaut ihn euch an, Freunde. Hier, schaut ihn euch an. Auch dieses Bild. Poster. Poster wieder. Einfach wieder ein Poster, Digga. Wie Kolle da steht, so im Hintergrund der Meister, so im Vordergrund der Schüler. Ich freue mich sehr auf dieses Album. Wir leben so, als wär- Übrigens, Link zur Box in der Beschreibung, Freunde. Gönnt sie euch, solange sie noch da ist. Wenn wir tot, Salam Shalom Lehitrao. J'ai traversé l'enfer.
Je ne connais plus de douleur. La rue m'a grandi. Jusqu'ici tout va bien. Je traverse. Ich krieg bis jetzt auch von den Singles sehr krassen Comicbuch-Vibe irgendwie. Also manche Szenen hier, manche Momentaufnahmen, so wie das hier, sieht einfach aus wie so ein Comic-Panel. Oder erinnert auch ein bisschen an Sin City, die Optik. Fühlt ihr den Vibe? Fühlt ihr den Vibe, den ich versuche zu beschreiben? Ich finde das sehr krass. Oder sowas hier, diese einzelnen Shots von Colle meistens. Fühle ich. Seit dem Tag als mich Mama fand am Boden vor der Couch. Sie meine Hand hielt im Notfallkrankenhaus. Seit dem Tag als mein Herz sagte nein, ich schlage weiter. Seit dem Tag bin ich Fighter und geb Gas wie kein Fighter, keine Angst vor dem Sch. Dieser Herzstillstand, den er schon in vielen, vielen Tracks erwähnt hat. Ich glaube im Monuments-Outro, in Löwe glaube ich auch, hat er das erwähnt. Ich krieg immer Gänsehaut, wenn drüber redet irgendwie, weil es ein krasser Moment gewesen sein muss. Herz sagte nein, ich. Und für Colle glaube ich wirklich so ein life-changing Ding. Also natürlich ist es ein life-changing Ding, Digga, weil nicht einfach dein Herz so stehen bleibt und du dann auf einmal doch wieder Herzschlag bekommst, so. Aber das ist einfach so ein. Das so ein Ereignis pusht einen einfach, glaube ich. Ich sage weiter, seit dem Tag bin ich Fighter und geb Gas wie kein Zweiter. Keine Angst vor dem Scheitern, schau nach vorn. Auch wenn alles stürmt, ich bewahr die Kontenance wie Jean Reno. Auch die wunderschönste Blume muss im Untergrund wachsen. Und dein Bild wird erst ein Meisterwerk durch dunkle Kontraste. Wo ja, wir hören die Zeit nochmal an. Die wunderschönste Blume muss im Untergrund wachsen. Auch die wunderschönste Blume muss im Untergrund wachsen. Erstmal natürlich auf Felix Blume bezogen und dass er aus dem Untergrund sich nach oben gearbeitet hat, ja. Und dein Bild wird erst ein Meisterwerk durch dunkle Kontraste. Und dein Bild wird erst ein Meisterwerk durch dunkle Kontraste. Erinnert mich sehr an, auch ein Baum braucht erst ein paar Niederschläge, um zu wachsen. Aber auch ein Bild wird erst ein Meisterwerk durch dunkle Kontraste. Ist auch ein unglaublich schöner Vergleich irgendwie, um das so bildlich darzustellen. Bei Colle finde ich es immer krass, er schafft es wie kein anderer, wie kein zweiter, in meinem Kopf durch seine Texte Bilder entstehen zu lassen irgendwie. Ja, krass. Ruf mein Stiefvater an, komm auf Sava. Es gibt hier Bier, la Bass, Alhamdulillah. Ich bin immer für euch da. Draußen bin ich Kollege, der Boss, bei euch Felix und das war's. Ja, Kopf. Oh, ich mag es immer, wenn er darüber redet. Und hört euch das an, ich weiß nicht, was es ist, aber Colle wirkt so reif und so. Wie so ein Mentor die ganze Zeit. Wie so. Dieser alte graue Wolf irgendwie, wie Wolverine. Er gibt mir auch krasse Wolverine-Vibes irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin immer für euch da. Draußen bin ich Kollege, der Boss, bei euch Felix und das war's. Ja, Kopf kaputt von tausend Kriegen, doch es gibt ein Hauch von Frieden. Wenn ich weiß, euch geht es gut, wenn ich meine Augen schließe. Ey, das ist ein bisschen eine höhere Stimmlage gerade. Kopf kaputt von tausend Kriegen, doch es gibt ein Hauch von Frieden. Wenn ich weiß, euch geht es gut, wenn ich meine Augen schließe. Hm. Kopf durch die Wand, ich komm aus dem Nichts und mach das Sonnenlicht durch Betonmauern bricht. Ah, und macht das Sonnenlicht durch Betonmauern bricht. Schaut ihn euch an! Schöner Mann auch, schöner Mann. Asche auch, schöner Mann, Asche mit dem Modelface einfach auch. Okay. Wäre ein gutes Outro, wäre ein sehr gutes Outro. Okay, Shoutouts an Mustafa El Ghari. Holy fuck, Mann. Auch hier deswegen so diese Comicbuch-Vibes. Die sind nicht ganz unbegründet auch, dass sie sich durch diese Videos ziehen, wisst ihr? Also diese sehr cinematografischen Aufnahmen irgendwie. Das ist nice einfach, es ist so kontinuierlich, was sich durchzieht. Und gibt mir sehr schöne Vibes, Alter. Das ist ein sehr, sehr, vom Feeling her und vom Groove, übrigens Groove und Groovy, zwei Wörter, die man zu selten benutzt heutzutage, vom Groove her,
irgendwie sehr eigenständig und was sehr Frisches, was Neues. Gefällt mir sehr gut bis jetzt. Auch dieser Song, ich werde mir die französischen Parts mal auf Genius durchlesen, was sie bedeuten. Aber es fühlt sich nach einem sehr, sehr, sehr atmosphärischen Song an. Und gerade der Part von Kolle war sehr, sehr emotional auch an einigen Stellen, Alter. Fand ich gut. Vielseitiges Album. Inhaltlich geschlossen, aber bis jetzt vielseitig, finde ich, vom Sound. Ich freue mich auf mehr, Alter. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Album sein. Ich bin gespannt. Freunde, lasst mal eure Meinung gerne dazu in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, ja, mit meinem Mund und meinen Worten, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bis dahin, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.